Los, wie machen wir das am besten? Ja, ja. Okay. War's das? Ich höre nichts weiter. Suchen wir das Benzin. Ja. Wie es wohl war, Geschworener zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Ich habe gedacht, ich erreiche mit dem Molotow eigentlich, oder treffe mit dem Molotow mehrere. Naja, waren aber immerhin 2 normale, die wir damit erwischt haben. Das ist besser als nichts. Schon. Hey, hilf mir mal. Komme. Mal in einem Gericht? Nein.
Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Doch, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Hier. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? Hm, so stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Nein. Hey, was ist das denn? Ah, okay, das kann der Eingang sein. Dann bist du hier einmal durchgelaufen. Am besten natürlich ohne Alarm auszulösen. Benny, die WLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Fedra nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollen nur etwas zu essen für ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag um 2 Uhr am West Coffee. Alleine, bitte komm. Ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Trainingsbücher enthüllen neue Verbesserungszweige. Ja, immer her damit. Okay, wir sind hier. Alles klar, das wollte ich ja nicht. Gott. Plus 25% mehr Gesundheit. Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Ja. Ja, was so Pillen bewirken können tatsächlich. Aber Kinder, macht das natürlich nicht zu Hause nach. Nee. Denn solche Wunderpillen gibt es nicht. W-
Wenn ihr einfach irgendwelche Pillen schluckt, dann kann es passieren, dass ihr genauso aussieht dann wie die guten Feinde. Na, eine To-Do-Liste. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterror-Operationen. Emma Patzen, Schmuggeln, Fälschung von Lebensmittelkarten, Volksverhetzung. Jason Patterson. Schmuggler, Volksverhetzung, Terrorismus. Ah, okay. Emma und Jason haben wir ja auf den Dings gesehen, auf den ja, Plakaten, auf den Wanted-Plakaten. Ja. Und da die durchgestrichen sind, heißt das wahrscheinlich, dass die nicht mehr unter uns sind. Markus Wilson, Schmuggler und Terrorist. Luis Sanchez. Ja. Okay. Schmuggel und Terrorismus. Isaac Dixon, Ermordung eines FETRA-Offiziers, Terrorismus, Volksverhetzung eingekreist. Okay. Das könnte nützlich sein. Was steht da? Der Typ war ein FEDRA-Kommandant oder so. Ja, sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Nur für den Dienstgebrauch. Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Irgend so ein kleines Viech herumfliegen. Okay, Jesse. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle-Quarantänezone an die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellung in der ganzen Stadt verloren. Die Notstandspläne wurden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus der QZ innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier die Stellung halten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren Tausend versorgen und unterbringen kann. Sollten sie sich jedoch um den Unmut in ihren eigenen Reihen kümmern. Sollen die sich doch mit der religiösen Fanatikern herumschlagen? Zwangsläufig wird irgendjemand sie für jenes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünsche fast, ich könnte dabei sein. Machen wir ein Foto von. Zack. Na, ja, da sieht mal einer an.
Jo, immer her damit. Ja, das erklärt aber immer noch nicht, wie wir da jetzt runterkommen. Amateurverein 1, Spiel speichern. Ja. Ein Versuch war es wert. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Könnte nützlich sein. Okay, habe ich jetzt? Oder muss ich das jetzt wieder neu einsammeln? Oh, kann ich ja wieder neu machen, ja, tatsächlich. Hallo? Ja. Ah. Vorsichtig. Fällt mir. Shit! Okay.
glaube, das war's jetzt. Die Ultra-Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin? Ja. Und warte, wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschreib's bloß nicht. Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Oh. Dina, ich komme. Vorwärts, Schimmer. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay, dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken. Machst du dich lustig über mich? Nein, das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja. Ich weiß. Das ist genauso. Ich dachte nur, es ginge schneller. Gib rein, das Zeug. Dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Okay. Diese alten Generatoren sind ziemlich zickig. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. East 2. Das wollte ich eigentlich nicht. Sondern fünf, drei, vier, fünf. Hat geklappt? Ja, kein Begrüßungskommentar. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Behalt die Fenster im Auge.
komm schon, Pferd. Hey. Wolf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Sinn. Das sieht doch schon mal stark davon aus, als könnte man vielleicht da rein. Okay. Siehst du das? Er infiziert das gerade über den Zaun. Ach, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Zack. Ich glaube, Ost 1 habe ich leider nicht. Ne. Könnte 2314 sein. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Hallo? Nein, kein Code für das hier. Shit. Okay. Schätze. Könnte 2314 sein. Ich kann mich aber auch irren. Aber wir können es erst gar nicht aufmachen. Wahrscheinlich, weil wir keinen Code haben. Oh, keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber.